Willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute gibt es die 8. Ausgabe von Kann es möglich sein? Und hier gibt es ja dann die Berichte aus den Bereichen Mythen und Mystery, die so kurz sind, dass sie für ein eigenes Video nicht reichen würden, in gebündelter Form. Ja, liebe Mythengemeinde, während ich hier sitze und dieses Video mache, ist es ganz schön heiß, ja? Aber ich habe mir da was überlegt. Ich habe mir einen Langhaarschneider besorgt und habe zumindest das Deckhaar entfernt. Und wie ihr hier seht, so nur mit Flaum an den Beinen, ist das Ganze schon erträglicher. Und außerdem bin ich jetzt richtig flauschig. Das erste Thema, das ich ansprechen möchte, das ist etwas anders als sonst. Das ist nicht direkt ein Mystery-Thema, aber was daraus entstehen kann und wo sich das Ganze hin entwickelt, das ist schon gruselig genug, wie ich finde, und von daher habe ich mir überlegt, ich werde das Ganze einmal hier in diesem Video ansprechen. Es geht um das Thema Biostasis oder Biostasis, wie es auf Deutsch heißt, und andere Entwicklungen, die im Moment in Militärlaboren so gemacht werden sollen, zumindest laut eigenen Auskünften. Nun wissen wir ja, Klappern gehört zum Handwerk und von daher muss nicht alles, was da veröffentlicht und erzählt wird, tatsächlich wahr sein, aber man kann mal einen Blick drauf riskieren und überlegen, kann es möglich sein, dass all das in der Entwicklung ist? Die Defense Advanced Research Project Agency, kurz DARPA. Wörtlich übersetzt ist das die Agentur für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte. Der USA natürlich. Die veröffentlichen ja hin und wieder Dinge, von denen sie sagen, dass sie im Bereich der Technik an so etwas arbeiten würden. Ob das dann alles so stimmt oder einfach der Verunsicherung eines potenziellen Gegners dienen soll, das ist ja dann einmal dahingestellt. Aber die Forschung in diesen Militärlaboren der Großmächte vor allem, die geht mittlerweile in eine ganz andere Richtung. Da wird immer mehr an Menschen geforscht, um irgendetwas zu erreichen, was für das Militär sinnvoll ist, zum Beispiel sogenannte Supersoldaten. Da kommen wir dann gleich noch zu. Die DARPA, die hat vor einigen Monaten verkündet, dass sie an der sogenannten Biostasis arbeiten würde. Also sozusagen der völligen Lahmlegung der körperlichen Vorgänge. Oder zumindest der extremen Verlangsamung der körperlichen Vorgänge. Um was geht es dabei genau? In einer Pressemitteilung, da hat die DARPA erklärt, dass wenn ein Soldat in einem Gefecht verletzt wird, die durchschnittliche Zeit von der Verletzung bis zum Einsetzen irreversibler Schäden ungefähr 60 Minuten beträgt. Das wäre so in 80% der Fällen durch Schussverletzungen oder Minen der Fall. Das bedeutet also, der Soldat wird verletzt und erst einmal ist diese eigentliche Verletzung im Mittelpunkt und daraus ergeben sich dann mit der Zeit immer weitere Probleme, die irgendwann einmal dazu führen, dass die Schäden nicht mehr behoben werden können. Das heißt also, der Soldat muss innerhalb dieser 60 Minuten medizinische Hilfe bekommen, ansonsten könnte er sterben oder die Schäden könnten nicht wieder gut gemacht werden. Nun hat man sich überlegt, wie könnten wir denn diese Zeitspanne verlängern? Und die DARPA, die arbeitet jetzt an der sogenannten Biostasis, das heißt, das ist die Verlangsamung aller biologischen Prozesse auf zellulärer Ebene. Und im Prinzip, im weitesten Sinne, bedeutet das, dass es Richtung Unsterblichkeit geht, wenn der Körper nicht natürlich eine tödliche Verletzung von außen erhält. Das bedeutet also, man möchte bei der DARPA Soldaten so modifizieren, dass sie im Prinzip erst einmal nicht mehr altern und bei Verletzungen einfach lange überleben können, ohne dass sie da medizinische Hilfe brauchen. Wörtlich sagte ein Sprecher der DARPA, das Biostasis-Programm zielt darauf ab, den Tod nach einer traumatischen Verletzung zu verhindern, indem biochemische Reaktionen in den Zellen verlangsamt werden. Man hoffe, dies zu erreichen, indem man die zelluläre Maschinerie hacken kann, die alle biologischen Prozesse im menschlichen Körper steuert. Auf molekularer Ebene besteht das Leben aus einer Reihe kontinuierlicher biochemischer Reaktionen und ein entscheidendes Merkmal dieser Reaktionen ist, dass sie einen Katalysator benötigen,
um überhaupt stattfinden zu können. In einer Zelle kommen diese Katalysatoren in Form von Proteinen und großen molekularen Maschinen vor, die chemische und kinetische Energie in biologische Prozesse umwandeln. Unser Ziel bei Biostasis ist es, diese molekularen Maschinen zu kontrollieren und sie alle dazu zu bringen, ihren Lauf in etwa gleich schnell zu verlangsamen, so dass wir das gesamte System sanft verlangsamen und nachteilige Folgen vermeiden können, wenn der Eingriff rückgängig gemacht wird oder nachlässt. Was das bedeutet, ist klar. Rein theoretisch, wenn sie das schaffen, wäre es möglich, den Alterungsprozess zu stoppen bzw. erheblich zu verlangsamen. So wie sie sagen, möchten sie das aber nur sozusagen auf dem Schlachtfeld machen, indem man dann dem verletzten Soldaten, ich weiß nicht, wie sie es sich vorstellen, eine Spritze gibt, wo dann für den Zeitraum X sein Körper alle Funktionen mehr oder minder einstellt. Also diese Funktionen, die zellulär dann ablaufen. Da die DARPA aber auch daran forscht, im Weltall Waffen einzusetzen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass mit diesem System auch versucht wird, so etwas wie diesen Hyperraumschlaf zu erreichen. Das kennt man ja aus Science-Fiction-Filmen, da legt man sich in so ein Lebenserhaltungssystem hinein, ich sag mal im Alter von 30 Jahren und fliegt dann 60 Jahre zum nächsten Planeten und wacht dann trotzdem im Alter von 30 oder 31 Jahren wieder auf. Eben weil alle Alterungsprozesse im Körper lahmgelegt wurden. Ja, was meint ihr? Kann es möglich sein, dass so etwas wirklich in der Entwicklung ist und vor allem kann es möglich sein, dass so etwas gelingen kann? Wenn ihr mögt, schreibt's mal in die Kommentare. Unsere nächste Station in diesem Themenkomplex, das ist Russland. Und was die Themen Mythen und Mystery betrifft, da geht es dann da wieder voll zur Sache. Es gibt in Russland eine staatliche Militärzeitschrift, die heißt Armeyski Spornik. War jetzt garantiert total falsch ausgesprochen, aber egal, ihr wisst, worum es geht. In einer Ausgabe dieser Zeitschrift im Jahre 2019, da hat ein Oberst namens Nikolai Poroskov einen Artikel veröffentlicht. Und bevor ich nun erkläre, worum es in diesem Artikel geht, schauen wir uns erst einmal an, wer ist dieser Oberst Nikolai Poroskov. Ein Bild habe ich nicht, aber es gibt ja in dieser staatlichen Zeitung eine Vita von dem guten Herrn. So arbeitet er für diese staatliche Militärzeitschrift regelmäßig als Kolumnist. Er ist leitender Wissenschaftler für die Militärzeitschrift Herald of Air Defense sowie Redakteur für die Hauptpublikation des Verteidigungsministeriums Russlands mit dem Namen Krasnaya Svesta. Er ist ein Kriegsveteran und wurde mit der Medaille für Verdienste um das Vaterland ausgezeichnet. Soviel zu der Person des Oberst, der den folgenden Inhalt veröffentlicht hat. Es geht dabei um die Existenz einer Einheit von Soldaten, die über paranormale Fähigkeiten verfügen soll. Und die sind außerordentlich. Er schreibt, dass diese Einheit zur Zeit der Sowjetunion gegründet wurde. Das Ganze verlief sich dann aber so ein bisschen, weil die Erfolge ausblieben, aber mit wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen, da wäre das Ganze vor Jahren reaktiviert worden und die Erfolge, die wären einzigartig. Diese Soldaten, die seien angeblich fähig, nur mit Gedankenübertragung verwundete Soldaten auf dem Schlachtfeld zu behandeln. Ebenso könnten sie rein durch ihre Gedankenkraft Waffenlager finden oder Computer hacken. Sie könnten Funkwellen abfangen und sie könnten telepathische Verhöre durchführen. Diese Verhöre, die fänden so statt, dass der zu Verhörende in einem Raum sitzt und dieser telepathische Soldat vor ihm sitzt und ihn einfach nur ansieht. Und mit seinen Gedanken könnte er diesen Menschen sozusagen durchleuchten. Er könnte Kraft seiner Gedanken in dessen Gehirn herumwühlen und das finden, was man wissen möchte. Es wäre diesen Soldaten gelungen, Delfine nur mit ihrer Gedankenkraft zu steuern, also ihnen zu erklären, was sie tun sollen. Poroskov erklärte, dass diese Soldaten in der Lage waren, Schriftstücke, die sich in einem Tresor befanden, in einer Sprache, die diese Soldaten nicht kannten, zu identifizieren und darüber hinaus zu lesen. Weiterhin wären diese paranormalen Soldaten in der Lage, durch das Ansehen von Personen innerhalb kürzester Zeit herauszufinden, ob diese Personen Terroristen sind.
Oberst Poroskow, der beschrieb noch, dass diese Soldaten bereits erfolgreich in Tschetschenien zum Einsatz kamen. Dort hätten sie mit ihren Fähigkeiten, dass sie Terroristen mit diesem Gedankenscan innerhalb von Sekunden erkennen konnten, einige Anschläge verhindert. Eine Anmerkung bezüglich der Verhöre, dass diese Soldaten rein mit Gedankenkraft sozusagen Verhöre durchführen können, indem sie die Gedanken und ja, die Inhalte des Gehirns des Gegenübers scannen, war, dass in Russland die höchsten Frauen und Männer der Regierung, ranghohe Soldaten und Wirtschaftsbosse darauf geschult worden seien, sich nicht scannen zu lassen von feindlichen Supersoldaten sozusagen. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt mal die volle Packung von allem, was möglich ist, wenn man so eine Einheit paranormal begabter Soldaten aufbaut. Dass die Sowjetunion und die Amerikaner früher einmal derartige Einheiten hatten und derartige Versuche gemacht haben, das ist ja bekannt. Allerdings wurde ja immer wieder propagiert, dass diese Einheiten wegen Erfolglosigkeit irgendwann einmal aufgelöst wurden. Ob das dann so war, das kann man natürlich überhaupt nicht nachprüfen, wenn das Ganze unter Geheimhaltung läuft. Da kann man dann nur spekulieren. Nach Aussage dieses Oberst hat Russland zumindest das Ganze dann vor einigen Jahren wieder angekurbelt. Nun ist das Ganze ja eben auch in einer staatlichen Zeitschrift veröffentlicht worden. Allerdings hat diese staatliche Zeitschrift eben einige Ausgaben vor dieser Ausgabe mit der Aussage des Oberst über die erfolgreiche Entwicklung einer Halluzinationswaffe berichtet. Von der hat man dann allerdings auch nie wieder etwas gehört oder eventuell erfahren, dass sie mal irgendwo zum Einsatz gekommen wäre. Die Frage ist also, wie dick wurde jetzt hier bei diesem Beitrag dann wieder aufgetragen? Wie ich eingangs sagte, Klappern gehört zum Handwerk und das ist eben auch beim Militär nicht anders. Wenn man hier einmal schaut, bei Google gibt es zu diesem Thema jede Menge Treffer und das sind alles Zeitungen, die darüber berichten, was dieser Oberst da zum Besten gegeben hat. Zeitungen aus allen möglichen Ländern. Propagandistisch war das Ganze dann eben ein Erfolg. Die Frage ist nur, wie ernst wird es genommen? Wie ernst nehmt ihr das Ganze denn? Würdet ihr sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Russen da weitergemacht haben und dass die da jetzt so eine Einheit haben, die all das kann, was in diesem Beitrag beschrieben wurde? Oder würdet ihr sagen, das Ganze ist reine Propaganda, die haben vielleicht so eine Einheit, aber da wird genauso viel oder so wenig laufen wie anderswo. Ich glaube nicht, dass die das alles können, diese Soldaten. Wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Die nächste Station unserer lustigen Supersoldaten-Rundreise, das ist China. Glaubt man den Berichten nicht chinesischer Geheimdienste, da hauen die mal ordentlich auf den Putz. Da wurde nämlich schon 2019 darüber berichtet, dass China damit beschäftigt ist, Soldaten genetisch zu verändern. Und zwar in der Form, dass dann echte Kampfmaschinen dabei herauskommen könnten. Soldaten, denen dann sozusagen Kampffähigkeiten genetisch eingeimpft werden, die sie praktisch unbesiegbar machen. Zumindest was Reaktion und Kampf Mann gegen Mann angeht, inwiefern sich das auswirkt, wenn die sich eine Kugel fangen, da ist nichts drüber bekannt. Jedoch muss man da auch einiges mit einplanen, denn angeblich arbeitet China eben auch an so einer super Spezialsoldatenrüstung, die auch mehr oder minder kugelsicher ist. Und dieser wahnsinnige Vorsprung von China in der Entwicklung dieser Supersoldaten, der soll an dem dortigen politischen System liegen. Da soll es nämlich so sein, dass dort im Prinzip alles eingesammelt wird, was die private Industrie so entwickelt, was man für militärische Zwecke verwenden kann. Und so soll es dann auch so sein, dass China eine Waffe hat, beziehungsweise etwas, das sie auch bei den eigenen Soldaten einsetzen kann, das sie mehr oder minder willenlos macht. Eine sogenannte Brain-Control-Waffe. Also ihr seht, in China geht es dann laut ausländischer Geheimdienste ganz schön zur Sache. Bei all diesen Entwicklungen, egal in welchem Land, muss man sich aber nun mal fragen, wer stellt sich da zur Verfügung? Denn da geht es ja letztendlich darum, dass genetische Veränderungen vorgenommen werden. Meine Überlegung ist ja, dass das Ganze erst einmal wie alles andere getestet und erforscht werden muss. Wer weiß, was da alles bei entsteht.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein Wissenschaftler, egal aus welchem Land, jetzt sagt, hey, ich habe hier eine tolle Spritze und die kriegt jetzt eine und der ist danach ein Supersoldat. Ich könnte mir vorstellen, dass da einiges bei schiefgelaufen ist zu Beginn. Und entweder sind die alle gestorben oder da humpeln jetzt so Resident Evil-mäßig ein paar merkwürdige Gestalten durch die Gegend. Das Fatale an der Sache ist aber, dass da keine dieser drei Supermächte, über die wir bis jetzt gesprochen haben, einer anderen hinterherhinken will. Und so werden diese Versuche und Entwicklungen immer weiter fortgetrieben. Aber auch kleinere Länder sind da nicht unbeteiligt dran. Nächste Station, das Vereinigte Königreich. Ja, man will es kaum glauben, aber das Vereinigte Königreich hängt da voll mit drin in der Entwicklung. Umgerechnet 950 Millionen Euro steckt man in die Erforschung. Und bei diesen Forschungen, da geht es darum, die Soldaten genetisch so zu verändern, dass sie gegen chemische und biologische Waffen unempfindlich sind. Ich lese euch da am besten mal einen kleinen Abschnitt aus diesem Artikel vor. 2019 hat die US-amerikanische DARPA angekündigt, dass sie genetische Veränderungen von Soldaten erforschen will. Sie hat außerdem 65 Millionen Dollar investiert, um die Sicherheit und Genauigkeit von Genom-Editing-Technologien zu verbessern. Die USA sind mit ihrem militärischen Streben nach Genomtechnologie nicht alleine. Russland und China haben entweder erklärt oder werden beschuldigt, Genomtechnologie zur Verbesserung ihrer militärischen Fähigkeiten einzusetzen. Universal Soldier und Captain America sind nur einige wenige Hollywood-Filme, die sich mit dem Konzept des Supersoldaten auseinandersetzen. Trotz des Science-Fiction-Charakters sind mehrere Länder bestrebt, das Potenzial solcher Perspektiven zu erkunden. Die DARPA will die genetische Veränderung von Soldaten erforschen, um sie in Antikörperfabriken zu verwandeln. Und dies gegen alle möglichen Arten biologischer Angriffe. China versuche auf dem Weg der genetischen Veränderung eine Schlüsseltechnologie zur Steigerung der Kampfeffizienz der Truppen zu erreichen. Ja, und nun die Briten auch und, ihr glaubt es kaum, die Franzosen machen da auch mit. Die haben allerdings einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Vom Verteidigungsministerium wurde das Ganze mal sehr treffend beschrieben als Ja zu Iron Man, Nein zu Spider-Man. In Frankreich, da geht die militärische Forschung nämlich mehr so in die Richtung Implantate. Alles andere hat der Ethikrat dort verboten. Die haben gesagt, ihr dürft Implantate entwickeln, die Menschen dann, wenn ihr sie dort einpflanzt, weiter springen, schneller laufen oder sonst irgendwas machen lassen. Aber an den Genen darf hier nicht herumgefummelt werden. Ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so 6 Millionen Dollar Mann mäßig, falls sich noch irgendjemand an diese Serie erinnern kann, sein. Also kaum zu glauben, was da so abgeht. Aber auch aus Deutschland gibt es eine Meldung und dazu komme ich dann gleich. Naja, wir haben jetzt gehört, was in der Welt so los ist im Bereich der Forschung, der genetischen Veränderung von Soldaten. Aber auch Deutschland hat da was zu vermelden. 2 von 64 Hubschraubern fliegen. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Gut, aber zurück zum Ernst der Sache. Wenn ich mir das Ganze so reinziehe, was ich bis jetzt hier so erzählt habe, da stehen da ja Dinge an, Forschungen und Veränderungen. Meiner Meinung nach ist das alles nicht mehr normal. Bei der Recherche zu diesen Dingen hier, da habe ich einen Artikel gefunden, darin erklärt ein Wissenschaftler, der genau in diesem Bereich arbeitet, dass er davon ausgeht, dass ungefähr im Jahre 2080 die Technik so weit sein wird, dass wir unser Bewusstsein, also das Ich, sozusagen die Seele, das Bewusstsein, auf einen Computer überspielen können und dort so lange warten können, ja, bis es dann einen passenden Körper für uns gibt. Und der dürfte dann aus so einer Art Roboter bestehen. Und der gute Mann meinte, das klingt jetzt total abgedreht und verrückt, aber alles deutet darauf hin, die gesamte Entwicklung in diesem Bereich, dass es so sein könnte. Und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und er hat auch gesagt, dass 2080 sich nur die Reichen das Ganze leisten können. Und erst 30 Jahre später könnte es möglich sein, dass es dann auch für Normalverdiener erschwinglich würde. Man lebt also sein Leben als normaler Mensch und wenn man dann alt wird, falls es nicht vorher eine Entwicklung gibt, die das verhindert, wenn man dann alt wird,
dann lässt man sich auf eine Festplatte überspielen und wird dann irgendwie in einen Roboter hineinverpflanzt, wo ihr dann fröhlich weiterleben könnt, wahrscheinlich dann endlos. Ja, angeblich geht die Entwicklung dorthin. Was meint ihr? Kann es möglich sein, dass es so kommen wird, oder ist das reine Science-Fiction? Und was das Gesamtthema mit diesen genetischen Veränderungen der Soldaten angeht, da wäre meine Frage an euch, was ihr da glaubt. Kann es möglich sein, dass all diese Dinge erreicht werden können, die man da erreichen will? Oder denkt ihr, dass die Natur da einen Strich durch die Rechnung machen wird, dass das Ganze eben nicht funktionieren wird? Kann auch aus anderen Gründen sein und nicht aus Gründen der Natur, aber was denkt ihr? Denkt ihr, das Ganze wird in der Entwicklung weiterlaufen und wir werden irgendwann dann so Supersoldaten haben? Oder wird das Ganze nicht funktionieren? Wenn ihr möchtet, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich hatte jetzt mal ein etwas anderes Thema als Mythen und Mystery in diesem Format. Kann es möglich sein? Keine Ahnung, ob das ankommt bei euch, aber ich habe es einfach mal gemacht, weil ich das Ganze schon erstaunlich und bedenklich finde, was da so getan wird. Und das ist meiner Meinung nach genauso creepy wie Mystery Stories. Wenn ihr diesen Beitrag als Information okay fandet und ihr schon den Körper gewechselt habt, dann lasst mir mal einen bionischen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.